Abgeordneter Ralf Brinkhaus, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin André, das war eine sehr engagierte Rede und mich freut es außerordentlich, dass die Grünen jetzt ihr Herz für den Mittelstand entdeckt haben. Aber ich gebe Ihnen mal einen Tipp, Frau André, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Wenn Sie Mittelstandsförderung machen wollen, dann hören Sie auf, höhere Spitzensteuersätze zu fördern. Wenn Sie Mittelstandsförderung machen wollen, dann hören Sie auf, eine Vermögensabgabe zu fördern. Wenn Sie Mittelstandsförderung machen wollen, dann hören Sie auf, die Familienunternehmen mit Erbschaftssteuer belasten zu wollen. Wenn Sie Mittelstandsförderung machen wollen, dann denken Sie doch darüber nach, dass gerade der Mittelstand unter hoher Energiepreise, die Sie immer weiter nach oben treiben wollen, leidet. Wenn Sie Mittelstandsförderung machen wollen, dann gucken Sie sich doch mal an, was Ihre Landesumweltminister mit Landesentwicklungsplänen machen, wo sie dem Mittelstand jegliche Erweiterungsmöglichkeiten nehmen, wie das bei mir in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Und wenn Sie Innovationsförderung machen wollen, Herr Hofreiter, dann denken Sie doch mal dran, wer ist denn die technologiefeindlichste Partei hier in Deutschland? Das sind Sie, meine Damen und Herren. Nichtsdestotrotz sollten wir uns sehr intensiv, auch wenn die Aufregung bei den Grünen jetzt sehr groß ist, scheinbar ziehen Sie sich den Schuh an, den ich Ihnen gerade hingestellt habe. Nichtsdestotrotz sollten wir über Forschung und Entwicklung reden. Forschung und Entwicklung ist wichtig und wir wissen auch, dass die Zukunftsfähigkeit einer Industriegesellschaft von Forschung und Entwicklung abhängt. Und wir sind in Deutschland übrigens gar nicht so schlecht in unserem Anteil am Bruttoinlandsprodukt in Forschung und Entwicklung. Und insbesondere seit 2005, und das wird uns auch von unabhängigen, uns nicht nahestehenden Wissenschaftlern bestätigt, ist es so, dass wir uns erheblich verbessert haben, dank der Politik der Großen Koalition, angefangen mit Frau Buhlmann, als sie da noch in Amt und Würden war, und jetzt auch mit Frau Wanka. Das heißt, da ist viel, viel geleistet worden. Jetzt wird gesagt, na ja, aber wir haben ein Problem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und da könnte die steuerliche Forschungsförderung eine Sache sein, die hilft. Und ich finde, das sollte man nicht ganz von der Hand weisen. Und ich glaube, das muss man auch diskutieren. Steuerliche Forschungsförderung kann durchaus ein attraktives Mittel sein, auch kleine und mittlere Unternehmen in dem Bereich zu fördern. Aber, Frau André, es ist nicht der große grüne Knopf, auf dem Sie draufdrücken und dann wird in dem Bereich alles gut, so wie Sie das dargestellt haben. Und deswegen will ich jetzt mal versuchen, anhand einiger Punkte ein bisschen Wasser in diesen Wein hineinzugießen. Ich fange mal damit an, und Sie haben ja auch diese Behauptung aufgestellt, alle machen das außer Estland und Deutschland. Wissen Sie, wer das am meisten macht? Das unglaublich erfolgreiche volkswirtschaftliche Konstrukt Frankreich. Die Franzosen sind ganz groß da drin. Ist das für uns ein Rollenmodell? Ich weiß es nicht. Sie machen nämlich immer eins. Sie nehmen sich ein Stück aus dem Forschungsförderungskonzept raus und sagen, das wird in anderen Ländern nicht gemacht, das wird in Deutschland nicht gemacht. Und vor dem Hintergrund sagen Sie dann, das müssen wir in Deutschland auch machen. Und lassen Sie uns doch mal über das sprechen, was in Deutschland gemacht wird. Wir sind zum Beispiel sehr, sehr stark darin, Forschungsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die ganze Welt beneidet uns um unsere Spitzenforschungsinstitute, Max Planck, Helmholtz-Gemeinschaft, Fraunhofer. Das ist eine Sache, da können wir mit glänzen. Wir sind sehr, sehr stark geworden darin, auch durch die Exzellenzinitiativen an der Universität Spitzenforschung nach Deutschland zurückzuholen. Da haben wir sehr viel geleistet, meine Damen und Herren. Herr Kollege, es gibt den Wunsch auf eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Gamke, Bündnis 90 Die Grünen. Wollen Sie die zulassen? Ja, aber immer gerne doch. Bitte schön, Herr Kollege Dr. Gamke. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Der schwungvolle Art Ihres Beginnes und auch die Argumentation lässt ja mehr vermuten, dass die Erregung bei Ihnen ist und weniger bei uns. Ihr Argument Frankreich. Das höre ich so häufig. Es ist Ihnen schon bewusst, dass wir hier einen Antrag vorlegen für kleine und mittlere Unternehmen. Und es ist Ihnen auch bewusst, dass zum Beispiel die Ausführungen, die Experten zu diesem Thema tun, vor kurzem der Wochenbericht im DIW, den Sie möglicherweise im Hinterkopf haben, oder derjenige, der Ihnen das aufgeschrieben hat und der kritisch sich mit der Frage Frankreich auseinandersetzt, nicht berücksichtigt, dass in Frankreich eben alle Unternehmen eine steuerliche Forschungsförderung bekommen. Und das ist uns genau, und deshalb würde ich Sie bitten, in Ihren Ausführungen darauf Rücksicht zu nehmen, für kleine und mittlere Unternehmen, wo wir argumentieren, dass die Art der Projektförderung, die wir haben, eben nicht in dem Maße zur Wirkung kommt, wie sie gedacht ist. Da würde ich Sie doch bitten, sich auf den Antrag zu konzentrieren, und dann kriegen wir eine gute Debatte hin. Vielen Dank.
Also, lieber Kollege Gamke, ich konzentriere mich auf den Antrag, weil Sie nämlich das EFI-Gutachten als Grundzeugen für Ihren Antrag genommen haben. Und im EFI-Gutachten steht drin, dass also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen Frankreich sehr weit vorne liegt. Also nehmen Sie das zur Kenntnis. Und die andere Geschichte, Sie können sich widersetzen, kommt im Laufe meiner Rede noch vor. Also, ich war stehen geblieben bei den Exzellenzinitiativen und ich möchte gerne weitermachen mit einer unglaublich guten Sache, die wir hier in Deutschland eingeführt haben, nämlich die Spitzencluster. Spitzencluster im Bereich der Innovation, von intelligente technische Systeme bei mir in Ostwestfalen über Carbontechnologie in Bayern und ganz, ganz viele andere Sachen. Und diese Infrastruktur, und das ist die Herausforderung, die müssen wir besser zugänglich machen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Dass da ein Bedarf ist, ist klar. Da gibt es auch Projekte, die darauf hinwirken. Aber das ist im Grunde genommen zielführend, dass ich mir anschaue, was habe ich und was kann ich aus dem, was ich habe, noch Besseres herausmachen. Und daran sollten wir arbeiten. Und im Übrigen, wir haben auch eine Direktförderung. Wenn Sie sich einfach mal anschauen, auch was in diesem EFI-Gutachten drin steht, die brauchen fast eine Seite, um die ganzen Direktförderungsinstrumente aufzuzeigen. Von dem ZIM-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums über Industrieforschung bis hin zu den KfW-Geschichten, die da sind. Und auch da ist die Frage, wenn Sie sagen, da ist zu viel Bürokratie dabei, ja, dann lassen Sie uns darüber reden, wie wir die Bürokratie abbauen, wie wir die ganzen Sachen auch für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich machen. Und im Übrigen, die Erfahrung bei mir im Wahlkreis ist, dass Unternehmen mit 5 Mitarbeitern an diesem Programm teilnehmen. Das heißt, es ist doch nicht prinzipiell so, dass das nicht für den Mittelstand und für kleinere Unternehmen geeignet ist. Und daran müsste man auch meines Erachtens arbeiten. Nichtsdestotrotz, steuerliche Forschungsförderung heißt natürlich auch, dass wir Subventionen geben. Und wir müssen immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir Subventionen auf den Weg bringen. Subventionen haben einen Abhängigkeitseffekt. Man gewöhnt sich an sie, man wird von ihnen abhängig. Es gibt Leute, die sagen, das ist wie eine Droge, so weit will ich nicht gehen. Subventionen verzerren Entscheidungen, Subventionen verzerren Wettbewerb. Und wir haben vor allen Dingen ein Problem. Und darüber müssen wir insgesamt mal reden. Welche Subvention wird denn hinterher mal evaluiert? Wo wird denn geguckt, was diese Subvention auch tatsächlich für eine Wirkmächtigkeit hat? Das ist eine Geschichte, über die wir auch reden müssen. Aber nichtsdestotrotz, es kann gerechtfertigt sein, an der einen oder anderen Stelle auch Subventionen zu geben. Aber wenn das so ist, dann bitte doch nicht über das steuerliche System. Wir machen Folgendes. Wir sagen immer, wenn uns was Gutes einfällt, der Transmissionsriemen ist das Steuersystem. Und jetzt stehe ich ja hier auch als Finanzpolitiker. Und da sage ich mal Folgendes. Die gleichen Leute, die hier heute eine steuerliche Forschungsförderung hochhalten, wie gesagt, ich will das nicht kritisieren, die sagen dann, das deutsche Steuersystem ist zu kompliziert und das müsste man dringend einfacher machen. Das ist ein Wertungswiderspruch. Wenn ich das deutsche Steuersystem, was einfach, gerecht und ergiebig sein soll, auch noch damit belaste, dass ich Steuerungs- und Lenkungszwecke damit reinbringe, dann wird es irgendwann richtig kompliziert. Und Sie können mir jetzt auch vorhalten, ja, das gilt auch für die Wohnungsbauförderung, das ist richtig, das ist bedenklich. Ja, das gilt auch für die Förderung Elektromobilität durch steuerliche Förderung zu pushen, auch das ist richtig. Ich bin der Meinung, der Transmissionsriemensteuersystem sollte nur sehr, sehr dosiert angewandt werden. Der vierte Punkt ist, wir haben natürlich auch eine fiskalische Komponente. Wir stehen momentan vor ganz, ganz schwierigen Haushaltszeiten. Wir haben die Herausforderung Migration, äußere Sicherheit, innere Sicherheit. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir alle sehr genau wissen, dass die Steuereinnahmen nicht auf ewig so bleiben werden, wie sie jetzt sind, dass wir auch mal damit rechnen müssen, eine konjunkturelle Delle zu kriegen, dass wir eine höhere Arbeitslosigkeit haben. Wir haben die Schuldenbremse und in diesem Moment jetzt wieder neue Maßnahmen und Programme zu fordern, das ist meines Erachtens sehr ambitioniert. Und jetzt können Sie, wenn Sie mir noch zuhören, jetzt können Sie ja Folgendes machen, jetzt können Sie sagen, ja, aber das ist doch so schrecklich wichtig, wir müssen das doch jetzt an dieser Stelle machen. Komischerweise, und das sage ich auch als Haushaltspolitiker, ist alles immer schrecklich wichtig. Und dementsprechend muss man sagen, wir müssen da auch eine Priorisierung machen, was nicht dagegen spricht, Forschung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern, aber man sollte das intelligent machen. Jetzt ist es ja so, dass Sie gesagt haben, naja, sieht man mit Ihren Patentboxen. Patentboxen für diejenigen, die im steuerlichen System nicht so drin sind, bedeutet, dass in vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Welt die Ergebnisse von Wissenserwerb, Patente, Lizenzen privilegiert besteuert werden. Das ist eine Geschichte, die ist eine Realität. Jetzt wird eins geändert, und zwar nach der internationalen BEPS-Initiative, worum es geht, Steuervermeidung zu bekämpfen, nämlich dass gesagt wird, naja, ihr könnt in Irland, in den Niederlanden und in anderen Ländern, wo das denn so gemacht wird, Patente und Lizenzen nur noch dann privilegiert besteuern, wenn ihr dort auch forscht.
Und das ist eine Sache, die ist in vielen Gutachten nicht berücksichtigt. Und man muss sich wirklich darüber unterhalten, was passiert denn, wenn ich weiß, dass ich in Irland auf die Erlöse, die ich aus einem Patent erziele, weniger Steuern zahle als in Deutschland, aber nur, wenn ich auch in Irland forsche. Das wird viel verändern, meine Damen und Herren, ob uns das gefällt oder nicht. Und deswegen würde ich das nicht einfach so abtun mit den Patentboxen, Frau André. Wir müssen uns da, glaube ich, schon sehr, sehr ernsthaft mit beschäftigen. Letzter Punkt. Wir haben ja auch einen ordnungspolitischen Rahmen. Und der ordnungspolitische Rahmen besagt eigentlich, dass der Staat dafür verantwortlich ist, Infrastruktur bereitzustellen, gut ausgebildete Menschen bereitzustellen, die Rahmenbedingungen zu schaffen durch Rechtssicherheit, durch ein vernünftiges Steuersystem, dass wirtschaftliches Handeln möglich ist. Die Tatsache, dass man in einen wirtschaftlichen Prozess hineingerätscht und dass man dort durch direkte Subventionen was tut, sollte eigentlich die Ausnahme sein. Deswegen sollten wir uns an jeder Stelle sehr, sehr genau überlegen, auch aus einem ordnungspolitischen Grund, wo intervenieren wir in Wirtschaftsprozesse als Staat direkt und wo lassen wir es sein. Wir als Union sagen, es ist immer besser, den Ordnungsrahmen bereitzustellen, es ist immer besser, dafür zu sorgen, dass wir gute Fachkräfte haben, dass die Abgabenlast nicht zu hoch wird, dass nicht zu viel Bürokratie da ist, dass ein Innovationsklima da ist, als direkt in irgendeiner Art und Weise einzusteigen. Das ist das Angebot, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Wenn Sie bereit sind, darüber nachzudenken, wie senken wir die Steuerlast, wie senken wir die Bürokratie, wie senken wir die Vorschriften, wie helfen wir mittelständischen Unternehmern, ihrem Geschäft nachzugeben, dann haben wir eine gute Diskussionsgrundlage. In dem Sinne herzlichen Dank. Als nächster Redner erteile ich das Wort der Abgeordneten.